Also, wir wollen Sie nicht lange bei der Vorrede aufhalten. In der Kürze liegt die Würze. So. Das ist Importen, Paul, Vorsitzender des Sparvereins Biene. Und das hier sind seine Mitsparer. Artisten Orje, eben aus dem Knast gekommen. Nelly, die Unberührte, auch Backfisch genannt. Olga, Leiterin des Massagesalons Venus von Milo. Die rote Erna. Edith, das Dienstmädchen. Und schließlich Seiden-Emil, der leider ein bisschen halbseiden ist. Das ist ein Strich, der in Wolfgang Stautes Ganoven-Ehre eine wichtige Rolle spielt. Wenn du die Schnauze hältst, lass ich dich laufen. Auf den Strich? Wie kommt denn da noch so spät? Das ist doch nicht spät. Das richtige Geschäft geht ja jetzt erst los. Hoffentlich ist das keine Kundschaft für mich. Ob ich mal daran gewöhne? Ach, Euer. Du darfst mir doch meinen Beruf nicht verekeln. Da hat sie doch recht, oder? Du, mein kleines Wunder, Bussi. Schluss mit Intimitäten. Orje, in seinem bürgerlichen Beruf Geldschrankknacker, hat anfangs große Schwierigkeiten, sich auf diesem Parkett zu bewegen. Weiße Hochzeitskutsche. Mit zwei schicken Schimmel. Ja, um Gottes Willen, was stört Sie denn hier? Ihn stört eine ganze Menge. Vor allem aber... Auf einen Verein, der wo hilflose Weiber quält, da scheiße ich. Ich trete aus. Voll Deibel. Was denn wir nehmen? Was soll ja so ein Menschen werden, wenn der mal älter wird? Na, er wird ja nicht älter. Eine Leiche im Puff. War noch nie eine gute Reklame. Weil ich die Liebe so liebe, liebe ich für mein Leben gern. Liebe ich für mein Leben gern. Dann kam sogar der Küster. Muss doch sehr bitten. Ich bin zwar kein Kind von Traurigkeit, aber die Kirche muss doch im Dorf bleiben. Ich hab sowas nicht gerne. Besonders in Gegenwart von Damen.